Hallo Moritz. Und Überraschung, ich bin gar nicht Lena. ich wollte gerade sagen, und hallo Internetanschluss von Lena Falkenhagen. Gegen die hätte ich auch keine Chance gehabt. Ach so, gegen die würdest du nicht ankommen? Keine Chance. Ja, man kann es nicht ändern, wenn man nicht schon in der Konferenz drin ist. Das Ja. ist ganz ärgerlich. Das ist korrekt. Aber ich meine, wir werden den Account später nochmal wiedersehen, weil Ja. Lena bei Splittermund mitspielen wird. Aber in dem Sinne, hallo, das ist der Moritz Mehlem hier neben mir. Den habt ihr vorhin schon mal gesehen. Ich glaube, hast du die Regale wieder aufgeräumt in der letzten Stunde? Ja, ich habe tatsächlich die ersten Sehr fünf gut. Minuten genutzt, um die Regale wieder ordentlich auszurichten. Ja, da kannst du dir mal auch Gedanken machen über das Skript für die nächste 2 Stunden sind zu kurz Sendung zur Geschichte des Rollenspiels. Ja, wir machen dann wirklich nur obskure in Deutschland erschienene Systeme ab 2000. Das machen wir so 3, 4 Stündchen und dann wird das Dann was. sind wir durch hier. Und das ist der Carsten hier unter mir, der sich einen Account gerade teilt mit Leda. Und der hat eine etwas andere Ansicht dazu, ob man Würfel drehen darf. Aber generell ist er ansonsten auch in Sachen Rollenspiel, sag ich mal, einfach ein bisschen bewandert. Wo findet man Anders. dich sonst üblicherweise, Anders ist das Carsten? Wort. Ja, Rollenspieler mit besonderen Bedürfnissen, ne? Ist das so? Ja, also ich glaube, du hast die ganze Zeit die Leute getriggert mit etwas, was überhaupt nicht funktionieren würde. Ich glaube, dass selbst Moritz keine Würfel dreht und ich tue es auch Was? Ich nicht. glaube, dass selbst du es nicht tust. Ja, eben. Also niemand von uns dreht Würfel und du hast die Doch, ganze Zeit ich. versprochen, irgendeiner wäre dafür. Also ich Bestimmt spreche dir, das Nico, musst du der sein, ruft dann Martin. rein. Ich gehe den Pfad der Ausgeglichenheit. Ich drehe manchmal Würfel. Oh, das ist nicht die Ausgeglichenheit. Nein, Inwiefern ist das nicht die Ausgeglichenheit? aber tatsächlich, um mal, schon mal vorab was zu sagen, ich habe auch tatsächlich beim Schreiben der Punkte, über die wir sprechen können, nochmal drüber nachgedacht. Es ist ja mehr, dass ich so von der Oldschool-Geschichte herkomme und Carsten mehr so von der Indie-Geschichte. Und die Oldschool-Geschichte und die Indie-Geschichte sind sich definitiv näher als die Oldschool-Geschichte und die, was DSA und Co. draus gemacht haben. Das heißt, wir werden uns bei vielen Dingen wahrscheinlich noch nicht mal prügeln, sondern wahrscheinlich sogar sehr einig sein. Wir gucken mal, dass wir das trotzdem irgendwie aufgelöst kriegen, damit Genau, also das Publikum Spaß hat. klar, das Publikum muss nämlich wissen, Moritz hat mir versprochen, dass ich aus diesem Talk rausgehen werde wie ein Waschbär mit zwei blauen Augen. Ja. Rausgetragen wirst, mein Genau, das Gott. war allerdings, bevor wir unsere Talking Points aufgeschrieben haben. Und jetzt müssen wir uns dann irgendwie den Konfliktkram halt noch irgendwie zusammen Da sorgt konstruieren. Mairi dann für. Die schiebt uns dann immer in irgendwelche Irgendwelche andere Sachen Genau, die dreht dann mit in die irgendwie die Würfel Diskussion. und dann haben wir hinterher was ganz anderes gesagt. Aber du hast Beziehungsweise, was Nico im Chat schreibt, hätte mal doch den Oliver Hoffmann fragen sollen, ehemals von Feder und Schwert, der, glaube ich, dafür ist, dass man Würfel gar nicht benutzt. Ja, wobei, das ist für mich auch in Ordnung. Da muss ich dich enttäuschen. Aber ja, ich glaube, mit Olli Wo ist hätte das ich. Konfliktpotenzial in diesem Ah, Talk, das Moritz? kommt noch. Aber Carsten hat noch nicht die Frage beantwortet, woher man dich kennt, Ja. nachdem wir brutal beide reingegrätscht sind. So, Carsten. Nein, beim Ja. Gratis-Rollenspieltag bist du mit dabei. Genau. Deshalb durfte ich hier auftreten. Das ist, glaube ich, meine Kernqualifikation, dass Moritz und ich in einem schwachen Moment gesagt haben: Komm, wir machen das. Und seitdem klebt das an uns, an den Schuhen, kann Aber man denken. tatsächlich kann man dich, glaube ich, relativ viel im Tannelorn-Forum finden. Ja. Und dort sind wirklich viele kluge Köpfe versammelt, die kluge Dinge aushacken. Genau. Sodass ich halt mehr vom Gefühl her dich platt machen muss und du mich wahrscheinlich von den Gedanken her fertig machen könntest, aber du bist einfach zu gut erzogen dafür. Das ist der Unterschied. Ja, also der ein oder andere Orkenspalter-Freund kennt ja mein echtes Rollenspielregal und nicht diesen Fake-Hintergrund hier. Nein, das ist fake. Das ist fake, ja. Ich hatte einen Minderwertigkeitskomplex und wollte dann, ja, nein. Ich glaube, ich habe dein Rollenspielregal aber zuletzt in einer anderen Wohnung Ja, gesehen. das war noch in Hamburg. Ich kenne seinen Inhalt, aber nicht mehr seinen Standort. Ja, und deshalb wisst ihr natürlich, dass ich auch den Deutschen Rollenspielpreis zusammen auch mit Moritz gegründet habe.
Und dann mache ich noch das Tunnelhorn und ESP-Blocks ist auch noch so ein Gewächs von mir. Und ja, genau. Also ich mache schon eine ganze Menge, aber ich glaube, das qualifiziert mich jetzt nicht als Rollenspieltheoretiker im engeren Sinne. Da gäbe es wahrscheinlich Leute, die klügere und längere Sätze bilden könnten als ich. Und ja, aber das ist gut Gegenbeweis so. Direkt an. Gesundheit, Nico. Und ja, hallo Nico. Grüße an Nico in der Regie. Gut. Also, wir haben uns einige Punkte im Vorhinein überlegt, wo es vielleicht zu Komplikationen kommen würde. Der erste ist tatsächlich das Anerkennen von Würfelergebnissen. Und ja, wir werden uns wahrscheinlich erst später richtig paar drüber ziehen, denn da werden wir vermutlich sehr ähnlich denken. Also Würfelergebnisse, wenn ich verdammt nochmal gewürfelt habe, dann erkenne ich das auch an. Wenn ich als Spielleiter nicht möchte, dass eine Situation in eine Richtung gehen kann, wo ich es nicht will, was natürlich bei mir, wie wir später sehen werden, nicht der Fall ist, dann lasse ich verdammt nochmal nicht würfeln. Aber sobald der Würfel fällt, muss das Ergebnis so bleiben, denn ich würde die Entscheidung meiner SpielerInnen dadurch entwerten. Und das ist bei mir das höchste Gut, was ich nicht beschmutzen möchte. Und ich fürchte, auch da ist die Indie-Richtung nicht schlimm anders. Nee, da sind wir uns, glaube ich, ganz, ganz einig, dass die Entscheidung des Spielers im Mittelpunkt stehen muss. Ich möchte wahrscheinlich genauso wenig wie du im Vorfeld eine Geschichte mir überlegt haben, die dann hinterher auch tatsächlich genauso passiert ist. Und wenn die Würfel was anderes sagen, dann muss ich eben drehen. Da bin ich genauso gegen wie du. Da kommen wir also nicht weiter. Da haben wir kein Streitgespräch. Da ist tatsächlich ja sogar die Indie-Szene noch besser dran. Denn bei Fiasco im Spiel fake mal schnell, dass der Dreadturm nicht umgefallen ist. Das ist eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Da ist dann einfach die Entscheidung gefallen und es lässt sich auch jetzt dann nicht mehr irgendwie faken. Hey, der steht noch. Ja? Beruhigt euch. Wird exakt so wie vorher. Genau. Ja, also unser aller Feinde sind natürlich die Leute, die dann hinter dem Schirm würfeln und sagen. Ja, aber das können natürlich auch nur Systeme sein, die überhaupt so einen Spielleiterschirm haben, ne? Na, du kannst ja auch sonst hinter der Hand oder so. Also hallo, Online-Gaming. Wir haben viele Runden, in denen alle Leute einfach bei sich würfeln dürfen. Und dann so sagen, was sie nicht gewürfelt haben. Ich hab gibt doch Diceboards. die man frisieren kann. Nein, ich habe tatsächlich eine Online-Runde geleitet mit einer Lab-Lord, also Herr der Labyrinthe-Runde. Wo ich dann auch wirklich alle mit Dicebots habe würfeln lassen. Sonst ist es mir wurscht. Im Prinzip können die Leute würfeln, wie sie wollen. Aber dann habe ich danach das Feedback von zwei SpielerInnen bekommen. Meine Güte, diese Würfelwürfe waren ja total aufregend. Weil die sonst halt bei einem DSA-Abend als Beispiel stellvertretend für viele andere Systeme. Wenn du es in dem Tonfall sagst, ist es nicht mehr abmildernd. Den ganzen Abend überwürfeln und im Prinzip kein einziger Wurf irgendeine Relevanz für mich, für das Spiel, für meinen Charakter hat. Und das war für die was total Aufregendes, dieser Thrill. Was wird dieser Bot jetzt ausspucken oder wie fällt der Würfel? Werde ich das überleben? Also Würfelergebnisse müssen zählen. Punkt. Und leider sind wir uns bei dem Punkt nicht einig, aber beim Punkt 2, da haben wir... Entschuldigung, wir sind noch bei Punkt 1. Oh, willst du jetzt von uns beiden angebrüllt werden? Ja, gerne. Guck mal, deshalb schaffen die Leute ihre Themen auch nicht, weil Mayri immer auf die Bremse tritt. Da will selbst Moritz mal sagen, genau. Lasst uns ich mal zum nächsten so Punkt auf die Bremse gehen. Getreten nach dem anderen Punkt. Hör auf zu reden! So. Ich glaub, bei diesem Slot haben wir tatsächlich Zeit, das in Ruhe anzugehen. Also das stimmt. Lass uns alle Punkte so ein bisschen beleuchten und gucken, ob wir uns vielleicht noch irgendwann streiten. Das muss ja sein. Folgendes. Ich drehe manchmal Würfel. Immer zugunsten der Spielenden. Das ist ja noch aufgrund der Tatsache, dass manchmal ich merke, dass Leute in der Runde frustriert sind. Wenn ich merke, Leute sind frustriert, dann sage ich manchmal... hat nicht getroffen jetzt der Gegner. Aber wovon sind die? Aber damit sie sich dann nicht bevormundet fühlen, würfel ich trotzdem. Aber damit wenn sie ich nicht nachher merken, dass es sozusagen dass mein Charakter Gnade lebt, weil du die bei dem Würfeln beschissen hast, dann
bin ich total down. Dann ist der ganze Erfolg vom Abend. Aber du weißt es dann ja nicht. Das ist aber ja jetzt habe ich die schwere Vermutung, wenn ich es mit dir spiele. Mal gucken, dass ich da morgen Abend mit klarkomme. Obwohl mein Charakter wird jetzt gnadenlos gemeuchelt. Da bin ich optimistisch. Die Sache ist, guck mal, Moritz, bei dir weiß ich, das ist überhaupt kein Ding. Wenn bei dir ein Charakter spielt, zerreißt du fröhlich das Charakterblatt und machst dir einen neuen, oder? Ich glaube, er hat da sogar so ein Scoreboard und macht sich dann so einen neuen. Ja, auch für meine eigenen Charaktere natürlich, ja. Das Logo. Aber bei manchen Leuten ist das eben tatsächlich nicht so und manche Leute wissen das auch vorher gar nicht, dass sie dann frustriert sind oder dass sie das trifft. Das stimmt, aber das eigentlich Langweilige ist ja nicht, dass der Würfelwurf jetzt gedreht wird, sondern dass das Spiel zu Ende ist, wenn der Wurf jetzt in einer bestimmten Art und Weise ausgeht. Und ich glaube, dass das eigentlich ein mechanisches Problem ist, dass du sagst, okay, wenn der Würfelwurf so ausgeht, dann darfst du nicht mehr mitspielen. Das ist eine doofe Regel. Es müsste anders sein. Und es gibt Systeme, die können das dann deutlich besser. Die sagen dann eben, okay, dein Ergebnis ist nicht tot, sondern dein Ergebnis ist, du bist aus diesem Konflikt raus und es passieren schreckliche Dinge mit dir, aus denen sich wieder Plot ergibt. Deutlich interessanteres Ergebnis und schon hast du nicht mehr das Bedürfnis, Leute zu drehen, damit die nicht irgendwie für einen vierstündigen Spielabend nach 15 Minuten dann raus sind und jetzt eine Stunde warten müssen, bis sich eine Gelegenheit gibt, einen neuen Charakter einzuführen. Also. Siehst du, da sind wir uns absolut einig. Ich finde alle Systeme gut, die eben so etwas anbieten, aber das sind halt eben nicht immer die Systeme, die ich leite. Weil ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber mein Job ist es aktuell zumindest. Mal gucken, wie lange noch. Darf ich auf den Chat einhacken? Da sagt einer, dass im Sinne der Dramaturgie die Spielleitung alles darf. Das ist ja das Allergrauenhafteste, was ich. Guck mal, jetzt sind Carsten und ich uns einig, jetzt brülle ich irgendwelche armen anderen Leute an, die nichts dafür können. Und genau. Ihr könnt gerne mich anbrüllen, weil ich würde das, je nachdem, nein, was man spielt und wofür unterschreiben. Der Chat hat es jetzt verdient, der kriegt das mit der Gruppenkette. Folgendermaßen. Bevor ich müde unterbrochen wurde, habe ich gerade angesetzt zu sagen, mein Job ist es ja, Systeme zu leiten und auch viele neue auszuprobieren. Und manchmal merkt man erst, wenn man spielt, mit sehr viel Übung kann man es auch, wenn man nur beim Lesen schon abschätzen, merkt man erst, wenn man spielt, macht das überhaupt Spaß, die Würfelei, die darin enthalten ist oder der Mechanismus darin enthalten ist. Und wie gut ist das gebalanced? Und die Antwort ist in den meisten Fällen nicht. Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass wir ja eben auch hier durchaus auch mit einem Entertainment-Wert versuchen zu streamen. Und dass es manchmal so ist, wir hatten zum Beispiel Situationen, bevor wir mit Online das Ganze gemacht haben, wo wir wussten, wir haben noch 3 Sessions, die wir in unserer Kampagne spielen können. Das sind genau diese 3 Termine, an denen alle Leute zusagen konnten. Jetzt muss in Session 1 von diesen 3 XY passieren, weil sonst sind die anderen beiden hinfällig. Und wo dann aus der Planungssicherheit des Formats heraus entstanden ist, dass Dramaturgie auf jeden Fall über den Würfel geht. Das spezielle Situation. Verstehe ich, aber diese Situation möchte ich nicht erleben müssen als Spielleiter, denn ich möchte das. Das ist ganz leicht, so dann mach nie meinen Job, Moritz. Ja. Da bin ich auch neidisch drauf. Also ich bin sehr beeindruckt, dass und wie du das so lange schon durchziehst und bestimmt auch die nächsten 70 Jahre noch durchziehen wirst. Aber ich möchte tatsächlich auch nicht tauschen, absolut. Ja. Was ich übrigens sehr viel öfter mache, um darauf einzuwirken, wie es läuft, wenn ich merke, dass der Kampf nicht auf eine sinnvolle Art und Weise gebalanced ist, weil das System neu ist, ist an den Werten von irgendwelchen Gegnern drehen, wenn es um Kampf geht. Oder die leichteste Stellschraube bei denen, die 5, steht da 2 Angriffe oder 3 Angriffe bei dieser Kreatur, ist es vielleicht doch nur einer oder anderthalb. Also, dass ich dann, bevor überhaupt gewürfelt wird, eine Entscheidung treffe, wie die Werte aussehen, mit denen gewürfelt wird und die nicht exakt aus dem Buch so übernehme. Aber da hat Carsten auch schon... Das geht das nicht so in den zweiten Punkt Worldbuilding, gell, den ich hatte, den ich aufgeschrieben hatte. Na gut, dann gehen wir in den zweiten Punkt. In der Tat greift das auch alles Hand in Hand, denn ich möchte hier das klassische Beispiel bringen. Ich hasse Spielwelten, die irgendwie auf die Charaktere angepasst sind. Und da kommen später auch noch mehr Punkte, wo ich das sogar noch grauenhafter finde. Aber mein Job als Spielleitung ist es, eine Welt zur Verfügung zu stellen. Da dürfen die SpielerInnen mit ihren Charakteren reinmarschieren. Da dürfen die alles drin tun, was ihr Herz begehrt, wenn sie halt mit den Charakteren der ersten Stufe in den Wald des tödlichen Drachen hineingehen.
dann könnte es sein, dass da der tödliche Drache ist und sie neue Charaktere erstellen. Also gerade bei Kampagnen ist es bei mir einfach so, ich stelle die Welt zur Verfügung, die Welt ist dann aber völlig neutral. Ich versuche da nicht irgendeine Agenda durchzudrücken, ich versuche nicht irgendwen zu irgendwas zu bringen. Für mich gilt dann die absolute Freiheit, geh in diese Welt, tu, was dein Herz dir befiehlt, lebe mit den Konsequenzen. Dann ja, lass uns doch mal eine Ebene höher gehen und uns gucken, warum wir bestimmte Dinge tun. Maya hat ja eben schon was ganz Spannendes gesagt. Ihr Format verlangt von ihr, dass sie auf mehr Leute eingeht, als Moritz und ich das machen müssen. Wenn wir am Tisch leiten, dann wollen wir vielleicht selber Spaß haben. Das könnte eins der Interessen sein. Wir wollen ganz sicher, dass unsere Spieler eine bestimmte Form von Spaß haben. Und bei Maya kommt eben noch hinzu, die Zuschauer sollen auch noch Spaß haben. Und das heißt, wir haben alle unterschiedliche Ziele, die wir damit verfolgen wollen und unterschiedliche Ansätze, das zu erreichen. Aber da könnten wir doch mal reingehen und mal gucken, was sind eigentlich unsere Methoden? Und bevor wir uns die Methoden angucken, was sind eigentlich die Ziele, die wir dabei erreichen wollen? Und ich glaube, dass das von dir jetzt eben gebrachte Beispiel mit der Spielwelt, die sozusagen neutral ist und die auf mich wie so ein Uhrwerk reagiert, wenn ich an dem richtigen Rädchen drehe, passiert das da hinten, und das wird für jede Gruppe gleich sein, dass das eine Methode ist, mit der du bestimmte Ziele verfolgst. Und die sind vielleicht gar nicht streamingtauglich oder besonders streamingtauglich, weil es sehr lustig ist, ständig Leuten dabei zuzugucken, wie sie frustriert ihre Charakterzettel zerreißen. Kann ich nicht so richtig beurteilen, aber ich glaube mal, ihr seht das Potenzial. Ihr seht das Potenzial. Sagen wir so, ein DCC-Funnel ist auch extrem unterhaltsam als Format, aber da hat man sich auch vorher darauf geeinigt, dass der Sinn dahinter ist, dass man möglichst viele seiner Charaktere los wird. Nein, man versucht natürlich möglichst viele überleben zu lassen. Nein, man versucht, also nein, vielleicht mache ich es falsch, aber ich versuche ein bis zwei der Besten überleben zu lassen. Nein, ich versuche gar nichts. Das ist eben das völlig Falsche in euer beider Ansatz. Ich leite wie völlig falsch, Moritz, das, ich falsch. Das völlig falsch. Ich du hast falschen Spaß. Du hast deinen Spaß völlig falsch, richtig. Ich leite das Funnel-Abenteuer, was die Welt darstellt, und zugegebenermaßen in Funnel-Abenteuern, die Welt ist durchschnittlich völlig wahnsinnig. Und die Charaktere überleben nicht oder sterben, je nachdem, aber ich habe keinerlei Plan als Spielleitung, Charaktere zu töten, eine bestimmte Anzahl durchkommen zu lassen. Ich habe schon Segler über sternloser See so gehabt, dass 15 Leute durchgekommen sind, astrein super gespielt, gut gewürfelt, läuft bei euch. Ich habe aber auch Runden gehabt, wo zwei auf dem Zahnfleisch ins Ziel gekrochen sind. Ich habe doch keinen Plan. Ich bin doch Spielleiter. Ich bin doch völlig neutral. Ich bin die Welt. Manchmal bin ich das auch und manchmal eben nicht. Ich glaube irgendwie, ich habe das Gefühl, ich spiele mehr verschiedene Varianten von Rollenspiel als Moritz. Ja, das tun wir alle. Aber ihr und der Chat wisst schon, dass wir Positionen vertreten, oder? Also ich habe jetzt nicht die letzten 35 Jahre ein einziges Spiel gespielt. Nein. Du spielst eine Menge verschiedener Spiele, aber du spielst sie alle auf die gleiche Art und Weise. Auch Kagematsu spiele ich genauso. Ja, aber warum würdest du denn auf die Idee kommen, dass eine neutrale Spielwelt das Beste ist? Also ist das für dich einfach selbst? Das ist für mich das Ziel, was ich mit meinen Runden erreichen möchte. Okay, und ob so. Die und Leute jetzt... Und jetzt nochmal, wir reden von meiner Rolle, wir reden von dem, was ich gerade für die Oldschool vertrete. Wir reden nicht davon, dass ich in jeder Woche 5 Spielrunden habe, die alle komplett anders sind und komplett unterschiedliche Systeme haben. Ich habe auch im Chat schon, oh, jetzt sind wir mal richtig und falsch. Ja, ich möchte hier gerade einfach das so zuspitzen. Aber ja, ich habe auch schon mal ein anderes Rollenspiel gesehen. Ja, aus der Ferne, ich weiß. Ich habe es angespuckt von weitem. Naja, aber das Gift, das du da verspritzt, ne, das hat ja seine Wirkung. Ich habe da neulich Martin von SK Podcast gehört, der dich als Rollenspielpapst bezeichnet hat. Da hat sich dein Gift schon fortgepflanzt. Der Arme, der kann gar kein richtiges Rollenspiel mehr machen. Richtig. Der ist von DSA völlig weg, der Arme. Ich möchte übrigens kurz darauf hinweisen, falls irgendjemand, der hier entscheidet, irritiert ist. Diese zwei Personen hier, die kennen sich ziemlich gut. Und also wir geben uns alle das ist ihr normales Sozialverhalten. Ja. Und seid froh, dass man nicht sieht, wie wir uns am Hintern kratzen.
Gegenseitig. Ja, es kommt auch noch ein bisschen Schlafmangel hinzu zu unserem gewohnten Sozialverhalten. Insofern. Nein, also im Ernst, wir gucken mal, ob wir hier irgendwie Positionen zugespitzt kriegen. Ja. Vielleicht kriegen wir Positionen geeint. Ja. Aber das tatsächlich, wenn ich ein klassisches Fantasy-Rollenspiel spiele, ich sehr gerne einfach nur als Spielleitung neutral die Welt darstellen möchte und dann selber mich mit der Gruppe überraschen lassen möchte, was passiert. Das ist eine Wahrheit, die so steht. Lustigerweise würde ich das größtenteils unterschreiben. Ich möchte mich auch überraschen lassen. Und die Sache ist, wenn in scherzhafter Weise im Chat geschrieben wurde bei Orkenspalter TV, was, alles gefaked. 95% von dem, was passiert, ist spontanes Eingehen auf das, was die SpielerInnen machen. Aber manchmal, wie gesagt, gibt es dann halt so einen Engpass, einen planungstechnischen, oder bevor ich das Buch halt, das Abenteuer halt eben wegwerfe, dann versuche ich vielleicht die Leute da sanft wieder in die Richtung zu steuern. Ich denke, dass, die neutrale Welt eigentlich quasi eine Extremposition ist, aber da finden wir wahrscheinlich auch wieder niemanden, der sagt, nee, wir müssen hier mehr so eine Art dramatische Aneinanderfädelung von interessanten Situationen haben, damit auf keinen Fall eine langweilige dabei rauskommen kann. Aber ich würde es an, oder ich konstruiere jetzt mal eine Gegenposition. Ich würde eine Weltreaktion, die langweilig ist, überspringen oder zumindest fast forwarden und sagen, okay, wenn ihr in das Tal des toten Drachen geht, dann passiert da eine Woche lang nichts und dann seid ihr wieder zurück in der Stadt. Ja, weil wenn da nichts ist, dann muss ich das jetzt nicht ausspielen. Und ich glaube, ich würde auch so einen Platz in meiner Spielwelt überhaupt gar nicht erst haben wollen. Insofern, ich achte natürlich schon darauf, dass jede Szene, die gespielt wird, interessant ist und einen Konflikt hat, über den es sich lohnt, sich zu unterhalten. Und ich glaube, wenn wir sozusagen diese Definition haben, dann kommen wir wahrscheinlich an den Punkt dran, wo Moritz und ich ernsthafte Unterschiede in unserem Spielleiterphilosophien finden werden. Ich spiele keine Szene, die nicht einen interessanten Konflikt enthält. Und du willst als Spielleiter dann vermutlich auch ein gewisses Pacing haben. Also du möchtest, dass das Tempo drin ist, das Rasanz drin ist. Das ist bei mir kein Ziel. Das ist mein erstes Ziel. Siehst du, im Prinzip, meine Welt soll leben, aktiv sein und darin kann passieren, was will. Ja, aber du möchtest, glaube ich, auch im Gegensatz zu mir eine stärkere lineare Stringenz haben. Ja, also du möchtest sowas haben wie, ihr habt mir in der letzten Sitzung nicht erzählt, dass ihr Fackeln kauft, jetzt steht ihr im Dunkeln, ihr habt keine Fackeln dabei. Haha. Und das würde ich zum Beispiel nicht machen. Ich würde sagen, ihr seid kompetente Abenteurer, selbstverständlich habt ihr Fackeln dabei. Aber ich würde eben dann sagen, okay, haben wir jetzt nicht ausführlich drüber besprochen. Ich erlaube mir zwischendurch einen Würfelwurf, ob die Fackeln jetzt ausgegangen sind und ihr nicht genug dabei hattet. In der Extremform, ist das richtig. Da zieht natürlich in dem Beispiel, das du für mich kreiert hast, niemand irgendein Vergnügen draus. aber in der Tat finde ich sämtliche Gummipunkte, das kommt auch in meiner Liste später noch, aber wir arbeiten uns jetzt quer durch, sind für mich Dinge, die entweder dazu dienen, das System, die Mechaniken sind mies und ich versuche das zu reparieren. Oder im Spiel in der Runde ist etwas schiefgelaufen, versuche mir das doch irgendwie zu kitten. Und deswegen sind solche Mechaniken was ich, und jetzt ganz ehrlich, jenseits Position gesprochen, sehr lange albern fand. Ich habe bei meinen ersten zwei Barbarians of Lemuria Runden gesagt, ich will keine Blutpunkte oder ich weiß nicht mehr, wie die da heißen. Sowas brauche ich nicht. Ich gewinne fair and square als mein Charakter das Abenteuer. Moment, wann kann man im Rollenspiel gewinnen? Hey. Das ist eine Frage, die von Leuten, die keine Ahnung haben von Rollenspiel, manchmal gestellt wird. Und wie gewinne Abenteuer, ich das? Wenn ich als Spieler in ein Abenteuer gehe und das Ziel des Abenteuers ist geschafft, dann habe ich das gewonnen. Dann habe ich die Welt und die von der Spielleitung dargestellten Kreaturen, Fallen und Begegnungen und lustigen NSCs habe ich besiegt. Ich habe gewonnen! Ja. Hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwie ein Ziel erreichen möchtest? Das Ziel, das ich erreichen möchte, ist, dass am Ende alle Spaß hatten und sich vielleicht hinterher daran erinnern, was passiert ist. Oh ja. Und das kann auch durchaus ein großartiges Ergebnis sein, wenn es keiner überlebt hat.
Und das ist lustigerweise etwas, dem du ja zustimmen würdest. Du kannst gewinnen durch verlieren. Aber ja. Aber dann habe ich sowas von, ich habe dann nicht im ersten Moment das Gefühl, geil, ich habe gewonnen. Das habe ich, wenn ich dem Drachen den Kopf abschlage. Wenn, aber was ist, wenn man zum Beispiel Alien spielt, wo es darauf hinausläuft? Da will man doch eigentlich, dass am Ende möglichst viele der Crew. Ich habe ja jetzt tatsächlich auch immer die klassische oldschoolige Fantasy-Position. Entschuldigung. Wenn ich was anderes spiele, dann ist mein Ziel natürlich ein anderes. Aber ich denke, beim Herr der Ringe haben die Abenteurer gewonnen, weil die den verdammten bösen Sack besiegt haben. Das ist ein klarer Gewinn. Das wäre, wenn Frodo mit dem Ring in den Vulkan gestürzt wäre, dann hätte er sich im ersten Moment nicht als Sieger gefühlt. Später wäre das allerdings trotzdem ein kolossaler Erfolg gewesen und ein hätte aber sich als stellen wir uns vor, Mittelerde wäre ein rein neutraler Ort gewesen. Ist ja die Story immer noch gut, wenn Frodo sich aus Versehen beim Klettern in den Imin-Muil den Knöchel gebrochen hat und dann elendiglich verendet? Ja, dann muss halt der nächste Trottel kommen, der den Ring weiterträgt. Das ist vielleicht gar nicht die spannende Frage, aber was wäre denn, wenn Frodo jetzt so clever gewesen wäre, dass er gleich mit den Adlern dahin geflogen wäre und er hätte sozusagen die letzten 6 Stunden nicht gebraucht? Dann hätten wir ja einen super Erfolg, richtiges Gewinnen, eine Viertelstunde nur gebraucht und dann hätten wir weggehen können und fernsehen können. Das finde ich super. Wäre das ideale Rollenspiel? Ich finde das super. Dann habe ich das Abenteuer granatenmäßig gewonnen, freue mich noch mehr und pack das nächste aus. Der Herr der Ringe nach Moritz Behling. 200 Seiten. Also so ein Heftchen. Nee, ich hätte mir auch die 100 Seiten über Pfeifenkraut gespart, dann wäre es eigentlich nur 100 gewesen. Also das heißt, Spannung ist für dich gar kein Ziel. Dass es knapp war. Dass es eine schwierige Herausforderung war. Dass man natürlich. Das Gefühl hat, das hätte auch anders ausgehen können. Das muss so sein. Aber, die Adler-Variante ist ja genau das Gegenteil davon. Wenn ich jetzt mit einem genialen Kniff das ganze Abenteuer gewinne, das ist doch super. Dich als Spielleiter? Für mich als Spielleiter wäre es frustrierend. Also ich habe jetzt aus Spielersicht geredet. Ne? Für mich als Spielleiter ist es frustrierend, aber es ist super, wenn die Gruppe auf eine coole Idee kommt, die das Abenteuer in einer Viertelstunde löst. Freut mich für die. Im ersten Moment werde ich mit den Zähnen knirschen und dann denke ich, keine Idee. Respekt. Da muss ich wirklich das nächste Abenteuer aus dem Regal holen oder schnell ein neues schreiben für euch. Nee, das fände ich super. Das fände ich cool. Mari, würdest du es denn zulassen, wenn jemand so eine super Idee hätte? Ja, in Orkenspalter TV würde das natürlich. Ja. Auch in einem Livestream. Wir spielen Humblewood unter anderem. Lass uns das mal als One-Shot spielen geworden. Oh verdammt, wir wollen das alle unbedingt weiterspielen. Für die Leute, die es nicht kennen, Humblewood ist eine Third-Party-Erweiterung für Dungeons & Dragons 5. Edition, in der man süße kleine Waldtiere spielt. Oh. Und die Kampagne, so wie sie da drin steht, sieht vor, dass ein ganzes Kapitel man sich nur mit dem Banditentum in der Region beschäftigt, während es gleichzeitig einen drohenden Waldbrand gibt. Und meine Runde hat spontan einfach mal irgendwie beschlossen, einen anderen Weg zu gehen und viel mehr Leute auf ihre Seite zu überreden und NSCs irgendwie anzusprechen und haben dann auch noch so gut gewürfelt, dass ich gesagt habe, gib mir mal kurz eine Minute, wir überspringen nämlich jetzt gerade ein Kapitel, das ist gerade obsolet geworden. Ich meine, vielleicht beißt es ihnen irgendwann in den fiedrigen Arsch, dass sie sich nie um die Banditen gekümmert haben, aber ich lasse, wie gesagt, 95% sind einfach nur Reaktionen auf die Entscheidungen der Spielenden. Ja, ich denke, dass wir es zulassen müssen, da sind wir, glaube ich, alle einig, ne? Denn das ist eine Spielerentscheidung. Und da können wir jetzt nicht sagen, die negieren wir oder hinzugehen und zu sagen, ja, die Adler haben keine Lust oder sind alle in der Mauser und können gerade nicht fliegen. Das würden wir, glaube ich, alle als Schummeln empfinden und auch als langweiliges Umgehen mit den Spielerentscheidungen. Aber nichtsdestotrotz, also meine Frustration in der Situation wäre eine andere als die von dir, Moritz. Ich wäre frustriert, weil ich es nicht geschafft habe, spannende Situationen anzubieten. Also, denn das wäre mein Ziel gewesen als Spielleiter, dass sie, ich möchte, dass sie, also im Idealfall, dass man hinterher so ein bisschen schweißgebadet aus der Nummer rausgeht und sagt, schade um den einen, den wir vielleicht verloren haben, und es war ja ganz schön knapp. Ja, und nicht, wir sind alle tot und ich möchte auch nicht, dass für alle das irgendwie ein totaler Spaziergang im Park war, sondern ich möchte, dass da irgendwie, es ist, dass es erstens knapp war und zweitens, dass ein gewisses emotionales Investment besteht, dass es den Spielern auch wichtig war,
für ihre Charaktere diesen Sieg zu erringen. Das ist, glaube ich, noch eine andere Ebene, wo wir uns unterscheiden. Ja, aber das ist halt die Priorisierung. Ne? Für mich ist wirklich das Wichtigste, dass die Spielerinnen Entscheidungen das A und O sind. Und in dem Fall ist es einfach so, dass ich dann als Spielleitung anerkennen muss, das war super clever gespielt. Wäre natürlich ein beschissener Film. Aber das haben die super gemacht. Gratulation, weiter so. Ja. Ich möchte gerade im Chat, hat Jasmin OSR als Horrorspielen gefragt. Kenne ich tatsächlich nicht. Lamentations hat so Elemente, ne? Also das Oldschoolige, was ich spiele, ist klassische Fantasy. Wenn ich was anderes als Genre spielen will, spiele ich auch andere Systeme und andere Dinge und mit anderen Grundideen. Der Dämonenfürst, der Tödlichkeit und Endlichkeit, das liebste Kind von allen Leuten, die wollen, dass ihr Rollenspiel auch so cool aussehen, Mörkborg, was dir ja sogar ins Gesicht sagt, nach so und so vielen Sessions ist diese Kampagne vorbei und dann musst du das Buch verbrennen, no joke. Die finde ich tatsächlich alle nicht spektakulär, finde ich knuffig als Idee, aber die Oldschool, von der ich herkomme, hat da nichts mit zu tun, in der Tat. Und es ist nicht mein Ziel, irgendwas besonders tödlich gestalten oder irgendwen gezielt zu töten. Wenn es passiert, passiert. Bei dir, nee, dich will ich ja nur mit zwei blauen Augen weinend hier rauskriechen. Letztes Mal war es übrigens eine demütigende Feuerameise, die mich getötet hat. Hör mal, warst du dabei, wie wir auf der Spiel in Essen hinter den... Oh, das war großartig, die Runde. Wir hatten keine Würfel, wir hatten keine Charakterbögen, wir hatten keine Regelwerke. Und es war sehr, sehr laut. Es war 3 Milliarden Dezibel und wir haben uns irgendwie hinter 5 so Paravents, die irgendwelche Sachen abgesperrt haben, zurückgezogen, da auf dem Boden liegend gespielt. Spektakulär. Oh Mann, ich hätte nicht mehr gewusst, dass ich dich schon mal mit einer Feuerameise getötet habe. Das kommt jetzt auf das Scoreboard. Ja. Oder hast du so ein Bingo, wo verschiedene Varianten drauf sind, wie du Charaktere von Carsten tötest und mit Feuerameise hast du jetzt voll. Ja, voll, genau. Genau, alle Herausforderungen Stufe 1 Monster müssen einmal genutzt werden im Carsten. Genau. Leider spielen wir gar nicht so oft zusammen. Genau. Müssen wir tun. Wollen wir das mal umbrechen und mal gucken, wie wir jeweils unterschiedlich an Szenen herangehen? Also sozusagen jetzt mal weg von der Perspektive und mal gucken, was macht eine Szene aus? Wie beginnt man sie vernünftig? Wie kommt man aus ihr sinnvoll wieder raus? Ich weiß nicht, ob das Moritz Skript kaputt macht. Nee. Wir hatten uns 5, 6 Sachen rausgeschrieben. Mhm. Und davon haben wir eigentlich im Prinzip die meisten Sachen schon abgefrühstückt jetzt. Also das passt schon. Carsten, dann mal los, erzähl. Puh, erzählen, das klingt ja so, als hätte ich so wahnsinnig viel drüber nachgedacht. Also ich möchte mal so ein paar Thesen, die für mich eine gute Szene ausmachen, in den Raum stellen. Sie soll spät starten, sie soll früh aufhören und es muss ein spannender Konflikt da drin sein und der Konflikt darf am besten nicht binär sein. Ja, also er darf nicht mit einem Ja-Nein-Antwort enden, Problem gelöst oder nicht gelöst. Denn, und damit meine ich, wenn ich sowas wie, wenn ich das mal in Fantasy übersetze, was ich extrem selten leite, um den Drachen zu töten, musst du den Magier opfern. Ja? Dann hast du hinterher einen toten Magier und vielleicht ein Magiergeist, der extrem sauer auf dich ist oder sowas in der Form. Und damit hat sich die Szene, sozusagen setzt die Szene Wurzeln für das folgende Spiel. Während binäre Enden typischerweise dazu führen, dass ich mir danach was völlig Neues ausdenken muss. Was ich möchte, ist aus der Szene etwas mitnehmen. Opfer, die gebracht wurden, die danach wieder in der Folge Spiel produzieren. Und wenn ich das hinbekommen habe, dann ist das schon eine ziemlich gute Szene. Und wenn ich es jetzt noch geschafft habe, dass die Spieler sozusagen das auch für sich als bedeutsamen Konflikt empfinden, also mindestens eine oder einer es als bedeutsamen Konflikt für sich und seinen Charakter empfindet und deshalb sozusagen stark möchte, dass es in einer bestimmten Form ausgeht, dann ist sie für mich perfekt. Wie viel Prozent der Fälle gelingt es dir? Vielleicht über der Hälfte.
Das ist doch schon ziemlich gut. Ja, also es gibt, aber das ist nicht systemagnostisch möglich, möchte ich mal behaupten. Das gibt Systeme, die einem dabei helfen, ganz stark, und es gibt Systeme, die was wahnsinnig schwierig machen. Und wenn Würfelwürfe so ganz klassisch entweder Ja oder Nein als Ergebnis zurückproduzieren, dann muss man viel mehr leisten als Spielleiter, als wenn man jetzt nach PBTA-Art ganz oft so Zwischenergebnisse produziert. So Ja-Aber oder Ja-Und-Ergebnisse, bei denen dann eben sozusagen das Ergebnis, das der Wurf produziert hat, noch Nebeneffekte hat. Mhm. Hm. Es läuft ja übrigens gerade eine Abstimmung, ob Moritz uns irgendwann mal den Herrn Ich habe schon dagegen abgestimmt. Du bist die eine Person, die dagegen abgestimmt hat? Okay. Also stimme ich jetzt mal dafür, ne? Einfach nur, damit du Arbeit hast. Nein, eine Abstimmung, ob Moritz uns den Herrn der Ringe oldschool leiten soll. Ihr wisst, dass Gandalf bei D&D Classic, hat mal jemand ausgerechnet, ein Magier der dritten Stufe ist, weil im Prinzip kann Gandalf nichts, also der tut ja nichts. Aber er weiß sehr viel. Er hat einen Lichtzauber. Der hat einfach aus Versehen Intelligenz und Weisheit 18, aber kann halt sonst nichts. So, zurück zu Carstens lange gestellter Frage. Und ich muss sagen, ich finde das, was du geschildert hast, sehr, sehr, sehr gut, interessant und ein tolles Ziel. Hat mit dem Spiel, wie ich spiele, halt einfach nichts zu tun, weil es diese Planung oder Organisation in Szenen bei mir so gar nicht gibt. Bei mir ist es halt nicht eine Aneinanderreihung von Szenen, sondern es wird halt jetzt beispielsweise bei einem Hexcrawl, die Gruppe reist über diese Karte aus sechseckigen Feldern. Ab und zu passieren Dinge, ab und zu passieren keine Dinge. Diese Dinge, natürlich werden die Konsequenzen davon mitgenommen. Wenn drei aus der Party gestorben sind, bleiben die da liegen, werden beerdigt oder sonst was, aber die leben dann nicht in der nächsten Szene wieder. Aber ich lege es tatsächlich nicht auf irgendein Ziel an oder habe gar irgendwas im Kopf, wie eine Mechanik, wie ich das schaffe, dass meine Konflikte besonders spannend sind. Natürlich, ihr wisst, ich mag Zufallstabellen. Bei Zufallstabellen ist es natürlich besonders schön, wenn diese Zufallsereignisse dann auch irgendwie tatsächlich einen Konflikt beinhalten, der nicht sich schnell aufklären. 12 Händler ist in einem Kanu, Moritz. Richtig, richtig. Mindestens. Mit Teppichen. Ja, aber, also jetzt weißt du doch aber auch ein bisschen aus. Ne? Du gehst jetzt gerade in Richtung Hexcrawl weg. Aber sobald wir uns in einen Dungeon reindenken, der dir auch nicht ganz fremd ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ja, hast du ja eine Szenenfolge, denn Tür auf, Szene beginnt, Tür zu, Szene endet. Ja, und in dem Raum. Aber jeder in Raum dem Raum Szene. Wird noch gesucht. Dann nee, für mich wäre dann eher, die sollte es zu einem Kampf kommen, wäre das schon eine getrennte Szene. Aber sonst so diese Erforschung von dem Dungeon ist für mich im Prinzip ein Flow, wenn es geht. Und die wird durch Kämpfe, Begegnungen oder sonst was unterbrochen. Aber ich würde das, also in meinem Kopf sind das keine Szenen, die ich irgendwie, wo ich Ziele habe oder wo ich weiterdenken möchte. Für mich ist das einfach diese durchlaufende Erkundung. Und die wird unterbrochen halt kurz, wenn ein Kampf passiert. Den würde ich dann vielleicht als Szene bezeichnen. Oder wenn ich auf eine Gruppe Orks treffe, mit denen ich mich unterhalten kann, die ich beschimpfen kann, die ich angreifen kann, wo ich weglaufen kann. Aber ich würde das nicht so sehen, dass ich irgendwie Szenen sammle. Okay. Ich kenne das Spiel, was du schilderst. Ich finde das super spannend. Hat halt mit dem, was ich gerade hier vertrete, wenig zu tun. Ja, also ich würde ja wahnsinnig gerne vom Chat mal wissen, wie sehr eigentlich Erkundung, also im Sinne von herausfinden, was der Spielleiter sich im Vorfeld überlegt hat, eigentlich für euch ein interessanter Punkt ist, wenn ihr Spieler seid. Ja, denn das ist so etwas für mich als Spieler nur so ganz nebensächlich reizvoll. Und für Moritz steht es massiv im Mittelpunkt seines Spielleitens. Und ich wollte einfach mal gucken, was hier mehr als fähig ist im Chat. 003. Ich lasse mich gerne stets überraschen. Kann super spannend sein, aber hängt natürlich stark von der Spielleitung ab. Ich will nicht den Spielleiter lesen, sondern das Abenteuer spielen. Es läuft eine Umfrage. Okay, super. Die Sache ist, das geht für mich dann also im Sinne des Metagamings ist das für mich nicht unwichtig, um kurz in die Stille, ja, sehr hier gibt es keine Stille, in die Zeit hineinzureden, wenn die Umfrage läuft. Genau. Wenn ich weiß zum Beispiel, die Spielleitung hat, oder erahnen kann, die Spielleitung hat X vorbereitet, aber wenn ich jetzt Richtung Y laufe, dann laufe ich irgendwie quasi aus dem Hexfeld raus. Ja.
Und dann vielleicht bleibe ich dann eher, um den Stress dieser Person ein bisschen zu mindern. Aber was hast du denn Interesse, wenn du, also, oder was planst du, wenn du eine Szene machst? Also, wir sind ja uns ja alle einig, dass die nicht komplett vorher vorgeskriptet sein kann, ne? Weil zu viel Spielerinput. Die zweite Szene ist schon nicht mehr vorhersehbar. Aber selbst wenn man es improvisiert, hat man ja Ziele. Also, ich gehe immer daran, dass ich sage, es muss aus der Szene irgendetwas mitgenommen werden, was den Rest des Spiels dann auch beeinflusst. Das ist, je nachdem, was wir spielen, muss das auch nicht mal zwingend ein Konflikt sein, sondern zum Beispiel, erster Akt eines Cthulhu-Abenteuers kann gerne auch einfach nur Stimmung erstmal sein und das Kennenlernen der Umgebung und der anderen Figuren. Und dann eher so ein Betrachten, entstehen da irgendwelche Mechanismen, irgendwelche Konflikte zwischen den Figuren. Und dann geht es dann in die Szenen, in denen es vorangetrieben wird. Szenen sind für mich im Denken vor allen Dingen eine Möglichkeit, mir den Abend zu strukturieren, weil ich häufig auch Runden habe, die ich auf die Minute genau beenden muss. Und das Melem nicht so gut damit ist, Dinge auf die Minute genau zu beenden, haben wir heute schon gemerkt. Ich möchte in dem Zusammenhang mal betonen, dass wir 3 Minuten zu spät begonnen haben, ja? Das waren die 3 Minuten, die ich jetzt gleich noch angelastet kriege, die von vorher noch gehangen haben. Die du mit. Genau, die habe ich mitgeschleppt. Die hat meine mitgeschleppt, weil du mit deinem Geschichtsteil zu lange gebraucht hast. Okay, also ich würde sagen, mal Erkundung ist so ein Mittel. Ja, guck mal. Da haben wir mal echt einen Konflikt. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig: 58% für. Meh. Ja. Beides doof. Rollenspiel ist Mist. Nein, vielleicht sehen da Leute einfach Grautöne. Oh, da ist im Chat ein Peter Staller-Fan. Peter, go! So, danke, weiter. Okay, also wenn wir jetzt sozusagen solche so unterschiedliche Anforderungen an die Szenen dabei haben, was wollen wir denn eigentlich dann von unseren Spielern? Dass sie Spaß haben. Ich will, dass sie Spaß haben und dass sie sich mit einbringen. Ja, also ich glaube, da sind Mario und ich uns völlig einig. Kernaufgabe ist es erstmal, dass die Spaß haben. Ja, das muss kein guter Spaß sein, aber die sollten Spaß haben. Ja, wenn sie da sitzen und weinen, weil ihr Charakter gestorben ist, ich kann dem einfach nicht widerstehen, Boris, wenn du so guckst. Nein, wenn sie zum Beispiel irgendeine traurige Situation hatten, die sie mitgenommen hat, dann fällt das für mich in dem weitesten Sinne auch mit unter Spaß gehabt haben. Ja, natürlich. Ja? Ich meine, ich erinnere mich an mit schlechtem Rotwein begleitete World of Darkness-Runden meiner Studienzeit, wo es erst eine richtige Session war, wenn irgendjemand geheult hat. Das war auch das war ein Lebensgefühl, sag ich einfach. Okay, mal gucken, was die Leute aus dem Safety Talk eben dazu gesagt hätten. Ja. Ich muss ja noch antworten. Spaß ist wichtig. Ja. Ich glaube, ich habe das gerne, wenn ich es geschafft habe, die SpielerInnen irgendwie herauszufordern. Wenn sie mit ihren Charakteren als Werkzeugen irgendwelche Probleme lösen konnten, welche Art auch immer, die ich ihnen in den Weg, beziehungsweise ich durch die Welt in den Weg gestellt habe. Da habe ich Spaß dran und die gefälligst auch. Also im Prinzip, wenn sie zum zweiten Mal mit mir spielen, wissen sie ja grob, worauf sie sich einlassen. Zur Not habe ich natürlich auch die Session Zero gemacht oder so. Oder es sollen ja sogar Leute sich einfach melden und mal mit mir spielen wollen, um sowas Komisches mal zu machen, habe ich gehört. Aber ich denke, für mich ist das Wichtigste, dass ich die irgendwie ans Knobeln, ans Denken gebracht habe, wie auch immer. Also du bist so ein Mensch, der kommt dann ernsthaft mit irgendeinem Rätsel und lehnt sich zurück, während die Spieler versuchen, das auseinander zu puzzeln. Ich finde Rätsel großartig, setzt die aber eigentlich fast nie in Spielen ein, weil, ja, das ist so ein klassisches Alpha-SpielerInnen-Problem. Man ist irgendwie einer, dem das Spaß macht. Die anderen liegen in der Zeit irgendwo in der Ecke und versuchen, die Zeit rumzukriegen. Nein, ich sag ja, deswegen irgendwie gestellte Probleme, wie auch immer die sein müssen. Ob sie kämpferisch waren, ob sie sozial waren, ob sie durch ein Rätsel waren. Irgendwie. Okay, also das ist aber schon mehr der Spieler als der Charakter, der da adressiert wird bei dir, ne? Absolut. Das ist, deswegen hatte ich auch bei dir oder auf unserer Liste geschrieben, Abenteuer für die Spielerinnen designen oder anbieten oder für die Charaktere.
Und ja, ich denke bei meinen Abenteuern, die ich für welche Systeme auch immer schreibe, immer an die SpielerInnen direkt. Die Charaktere sind für mich nur das Mittel zum Zweck. Ich will nicht, dass irgendwie der gespielte Zwergenkämpfer oder die gespielte japanische Dorffrau sich da großen Kopf macht, sondern dass die Person dahinter das macht. Ja, guck mal, da sind wir, glaube ich, ganz deutlich an. Oh, habe ich Mari gerade unterbrochen? Nee, sie hatte noch nichts gesagt, deswegen hast du sie nicht unterbrochen. Du warst einfach nur schneller. Ich wollte nur kurz was aus dem Chat einwerfen, nämlich die Frage, ob wir die Spielleitung als Dienstleister sehen, in dem Sinne, als dass die Spielleitung dafür da ist, dass alle Leute Spaß haben. Das ist eine klare Aussage. Bei dem Punkt hätte ich gedacht, dass wir uns halbwegs einig sind. Guck mal, nee, ich will ja auch Spaß haben. Ich mache ja nicht eine Dienstleistung und... Also ich freue mich immer dran, wenn da irgendwie interessante Sachen bei rauskommen, mit denen ich selber nicht gerechnet habe. Das ja, natürlich mache ich das auch, weil ich wahnsinnig viel Spaß dran habe. Aber ich kann, glaube ich, nicht anders spielleiten als, oder sagen wir mal so, ich würde niemals erfolgreich spielleiten können über Teamspeak, wie das manche Leute machen, ohne Kamera, weil das für mich einer der ganz großen positiven Feedback-Schleifen beim Spielleiten ist, dass ich sehe, okay, der ist gerade interessiert, guck, der kann das jetzt, der hält es kaum aus, den Würfel jetzt zu stürzen, weil sein Investment gerade so hoch ist, dass er nicht sicher weiß, was er jetzt machen soll, wenn das ausgeht. Und oder eben so Dinge wie Mairi sieht gerade schrecklich gelangweilt aus, ich muss der jetzt dringend mal was geben. Nein, das war jetzt nur ein Beispiel. ich muss der dringend mal was geben. Und dann denke ich genauso natürlich wie Moritz, was braucht Mairi, nicht? Was braucht Mairis Charakter? Ich muss der jetzt mal was geben, damit die wieder Spaß hat. Denn die sieht gerade abgelenkt aus, die ist nicht dabei, die hat keinen Spaß. Und wenn ich das schaffe, dass alle Leute eben in dem Moment gerade dabei sind und Spaß haben und die Zeit vergessen haben, dann ist das für mich ein unglaublich starkes positives Feedback. Dafür mache ich das. Und insofern ist das eigentlich ein zutiefst dienstleistendes Spaßgefühl. Ich habe so witzigerweise genau das Gegenteil von dem erlebt, was du gerade schilderst, wo gerade Peter Staller genannt wurde im Chat eben. Das ist ein Cthulhu-Charakter, den ich spiele online. Und wir haben da etliche Sessions ohne Kamera gespielt. Und da waren wir sehr fokussiert. Na gut, für meine Verhältnisse. Nein, wir haben da sehr fokussiert gespielt. Und die letzten zwei Male hatten wir Kameras an. Und ich glaube, wir sind permanent alle abgelenkt, weil wir immer sehen, wie die anderen mit den Augen rollen oder was auch immer da gerade metamäßig passiert. Also es ist niemand, der irgendwie irgendwas anderes macht. Aber allein dadurch, dass man jetzt sieht, wie die anderen auf die Aktion der Charaktere reagieren, vor allem vom wunderbar liebenswürdigen Peter Staller. Ich denke, ihr werdet das demnächst irgendwann mal als Hörspiel bei Michel Jägers hören können. Also das war ganz merkwürdig. Ich habe auch gedacht, das gewinnt so noch an Dimension, wenn wir uns sehen. Aber irgendwie zerfaserte das so ein bisschen. Ich bin gespannt. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber okay, dann kann ich verstehen, dass du es als Dienstleistung siehst, aber hier im Chat hat auch jemand geschrieben, klar Dienstleistung, aber der Dienstleister will auch Spaß haben. Damit ja, könnte ich leben. Genau, und deshalb würde ich mich zum Beispiel niemals mit vier Leuten an den Tisch setzen, die jetzt einfach nur sagen, ja, bespaß mich mal. Ja, ohne Input von den Spielern kommt da kein Spaß auf, dann habe ich auch keinen, dann mache ich das nicht. Insofern ist das eine Interaktion, aus der ich etwas mitnehme. Und insofern bin ich definitiv auch Nehmender. Also ich bin keiner, der da jetzt, dann würde ich Geld dafür haben wollen, wenn ich sozusagen Leute bespaße, die einfach nur da sitzen und wenn ich sie auffordere, den Würfel zu benutzen, damit ich ihnen das Ergebnis interpretieren kann. Ja, da hätte ich so wenig Spaß dran, das würde ich eben einfach gar nicht machen. Nicht mal für Geld, glaube ich. Das ist in der Tat eine Sache, die, glaube ich, die OSR mit Indie-Sachen einfach gemeinsam hat, dass man aktive SpielerInnen braucht, sonst funktioniert das nicht oder schlecht. Reden wir mal von Mitte der 90er bis in die 2000er hinein. Es gibt große Systeme mit sehr lange laufenden Kampagnen, wo man sich auch als Spieler und Spielerin einfach mal reinsetzen kann und die nächsten 20 Spielrunden mit dem Zug mitfahren kann und sich einfach beplätschern lässt. Ich will auch schon, dass meine Leute sich ihre Aufgabe, ihre Jobs, ihre was auch immer selber suchen und aktiv sind. Sonst ist das halt öde. Ich möchte sogar noch mehr. Ich möchte, dass sie Plot generieren. Ich möchte, dass sie aktiv
Sachen in die Geschichte mit reinbringen. Denn ich glaube, einer der Kernunterschiede ist, dass man bei dir eben sowas ist wie ein Elfenranger und bei mir ist man eben sowas wie ein monsterjagender Polizist, der leider um 16.30 Uhr los muss, um seine Tochter aus dem Kindergarten abzuholen. Und wenn man das nicht macht, dann kommt die Ex-Frau und hetzt einem wieder das Jugendamt auf den auf einen. Und du hast mich irgendwo zwischendurch verloren. Also ich möchte sozusagen, dass die Charaktere ihre eigenen Geschichten und Konflikte mitbringen und dass sie die bespielen, also dass sie sich die auch natürlich von mir bespielbar gestalten, also dass da Konflikte drin sind und dass ich daraus dann im Idealfall wie bei einer modernen Fernsehserie so zwei Plot-Ebenen ergeben. Ja, also wenn man sich sowas wie, sagen wir mal, Supernatural anguckt, dann hat man ja zum einen irgendwie das Monster der Woche, das heute verprügelt werden muss. Und dann gibt es im Hintergrund irgendwie noch so eine Rahmengeschichte, wie stehen die Charaktere zueinander, wie entwickeln die sich, wie ist... Und sie ist das, jede Staffel gleich. Ja, ja schon, aber dieses Grundprinzip funktioniert ja. Wie ist die Beziehung der beiden Brüder dadurch verändert, dass der eine jetzt eine Freundin hat und der andere nicht? Ja, also diese emotionale Ebene, die muss ja auch irgendwie, oder die sollte auch noch irgendwie bespielt werden, denn die ergibt Drama und Konflikte und die macht dann Stress- und Konfliktszenen spannender. Ja? Kann ich mich auf den noch verlassen? Ja? Was mache ich mit einem Polizisten, der um 16.30 Uhr die Pistole fallen lässt, weil er jetzt in die Kita muss, um seine Tochter abzuholen, komme da was wolle, ja, welchen Preis ist der bereit dafür zu bezahlen, dass er jetzt noch, ja, noch da bleibt? Ab wann ist ihm etwas wichtiger als seine Tochter? Das sind Dinge, die das Verhältnis der Charaktere zueinander beeinflussen und dem ganzen Spiel noch eine zusätzliche Ebene geben. Und die möchte ich in meinem Spiel auch haben. Und die muss von den Spielern kommen. Die kann ich als Spielleiter ihnen weder geben, noch generieren, noch am Leben erhalten. Das muss von denen kommen. Und das ist Input, der mir nicht notwendigerweise mein Monster der Woche kaputt macht, auch wenn das natürlich dabei dann heftig in den Hintergrund treten kann. Aber das will ich auch haben. Und das erfordert sehr aktive Spieler. Dann ist mal so. Deswegen, was ich eigentlich gerne immer sage, sei dankbar für aktive Mitspielende. Weil es ist nicht selbstverständlich. Nee. Und es ist unglaublich wertvoll und schiebt dem niemals einen Riegel vor. Ja. Beziehungsweise was wir hatten ist, dass wir festgestellt haben, dass es gibt 12.000 Videos, die sich an Spielleitungen richten. Mit wie bist du? How to be a great GM. Und es könnte sehr viel wertvoller sein, die Leuten zu sagen, wie ist man eine gute Mitspielerin? Ja. Das ist nämlich auch teilweise gar nicht so einfach. Und es ist interessanterweise am schwierigsten mit Spielern, die gewinnen wollen. Ich würde trotzdem gerne deinen Polizisten spielen, der um 16.30 Uhr weg muss. Aber ich muss natürlich noch mal ungefähr eine Viertelstunde zurückgreifen. Du hast ja das böse Wort schlechthin. Okay, das ganz böse Wort ist Immersion. Aber das zweitböseste Wort ist Plot. Aber du hast es in einem Satz so verwendet, dass ich es glatt noch unterschreiben würde. Die Handlung entsteht durch die Aktionen der Charaktere in der Welt. Deswegen kann man nie bei meinen Abenteuern am Plot vorbeispielen oder so, was man oft hört, sondern man lässt sich halt auf die Welt ein, wie sie bei mir ist. Und dann entsteht da eine Geschichte draus und es entstehen denkwürdige Szenen draus einfach, die auch meistens tatsächlich dann in improvisierten Momenten bestehen. Das ist so die eine Sache, die mich von vielen moderneren Ideen einfach absetzt oder das, wie ich sehe. Ich möchte nicht irgendwie eine Geschichte erzählen. Ich möchte nicht einen Plot durcharbeiten. Ich möchte nicht, dass ein bestimmter Plot entsteht. Das ist so die zweitwichtigste Sache, neben der, dass ich die SpielerInnen ansprechen möchte und nicht die Charaktere. Ja. Das ist Punkt zwei. Ich möchte zu Playmaker mal sagen, wir machen das nur, damit du das Gefühl hast. Spielleiter, Minderwertigkeitskomplexe. Übrigens, wenn ich mir hier seltsam an die Haare fasse, sehr, sehr bizarres Horrorszenario hier, dass dieses Jahr wieder anfängt. Wir haben Marienkäferinvasion.
Schon. Sitzt du im Garten? Ich sehe allein ein Dutzend, wenn ich mich hier nur umschaue. Und gerade ist einer in meinen Haaren gelandet. Übrigens, ich wusste es vorher auch nicht, bevor ich hierher gezogen bin, aber wenn man Marienkäfer stört und sie Panik bekommen, fangen sie an zu stinken. Vielen Dank, du Insekt. Deshalb das vorsichtige Tasten, ja? Ja. Ja. Hat nicht geholfen, war panisch genug. Jetzt dufte ich nach wütendem Marienkäfer. Übrigens, Moritz, die schlauen Leute in Tunnelon nennen das Story Before oder Story After. Und wir scheinen beide zur letzteren Fraktion zu gehören. Also Story ist das, was passiert ist, nachdem die Spieler oder die Charaktere mit der Spielwelt interagiert haben. Das, was dabei rauskommt, ist sozusagen unser Plot. Ja? Und es gibt aber natürlich eben auch die Schule, die sagt, die Geschichte steht vorher fest. Das würde ich mal so die von Tom Finn prominent vertretene Schule bezeichnen. Wir werden Tom Finn hier reinholen sollen. Ja. Das wäre wahrscheinlich von allen Seiten spannend noch gewesen. Ja. Absolut. Ich habe noch eine Frage, Carsten. Auch wieder so ein kleiner Gewissenspunkt. Du hast ein Detektivabenteuer. Mhm. Egal, wie auch immer du es vorbereitet hast, ob du es als Museumsgang oder wie auch immer hast, mit jede Menge Indizien und sonst was. Und es gibt jetzt tatsächlich etliche moderne Schulen und Systeme, die auf die Ideen der Spielerinnen insoweit eingehen, dass diese im Endeffekt sogar den Mörder rausfinden können durch das, was sie tun, durch ihre Handlungen. Mhm. Das ist für mich natürlich reines Gift, denn ich habe ja da die Location, ich habe den Ablauf, ich habe die Personen, ich habe die tote Person und ich habe die Mörderin. Ja. Die stehen verdammt nochmal fest. Hast du irgendwie Verständnis dafür, dass sich dann die Mörderin erst im Laufe des Spiels entwickelt? Und ich rede jetzt nicht von so kleinen Einmalsystemen wie aus der kleinen Reihe von System Matters, wo man wirklich dann auch eventuell selber der Mörder ist und das gar nicht weiß, sondern es ist ein ganz normales, geplantes Detektivabenteuer für Gruppe. Was denkst du? Typischerweise würde ich das so machen wie du. Also ich habe auch die anderen Varianten gespielt und ausprobiert und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, hat aber mir als Spielleiter ein Teil, also ein unbefriedigendes Gefühl hinterlassen, weil es sich für mich ein bisschen wie Würfeldrehen anfühlte. Also da kann ich den Finger nicht so richtig drauf legen, warum mir das nicht gemundet hat. Also gerade, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, dieses Spiel von System Matters, das du jetzt meinst, ist ja fantastisch. Etwas zu verbergen. Genau, etwas zu verbergen. Ja, das ist toll und es funktioniert ganz, ganz hervorragend, so wie es funktioniert, ist aber natürlich auch dafür gemacht. Und es gibt ein anderes, das ich habe das mit Tech Noir mal ausprobiert, sozusagen erst hinterher, sozusagen aus den Handlungen des Spielers heraus das Verbrechen zu gestalten. Das funktioniert auch für die Spieler ganz gut, weil die ja in diesen Situationen Buy-in haben. Ich spiele ja mit offenen Karten und sage, das wird so sein. Aber in einer typischen Session, wenn ich jetzt nicht irgendwie ein spezielles Ziel damit verfolgen würde, würde ich das so machen wie du. Mörder steht vorher fest. Könntest du als Spieler damit leben? Ich glaube, das fände ich noch schlimmer, wenn ich irgendwie... Mit offenen Karten? Ja. Wenn man es mir vorher sagt, dass das Teil des Spielspaßes ist, ja. Wer hat was zu verbergen, hat das für mich auch nochmal ganz deutlich gemacht. Aber das ist auch tatsächlich noch mal was anderes, weil da wissen ja im Prinzip alle nicht, wer der Mörder ist. Ja. Aber wenn es eine Spielleitung gibt und die dann sagt, oh nee, die Idee war so geil, das ist der Mörder, ihr habt es gelöst, Bujaka, da fühle ich mich so brutal verarscht, das werde ich nie wieder machen. Und auch wenn man es mir vorher gesagt hat, wenn ihr einfach so tolle Ideen habt, dass ihr dann den Mörder dadurch rausfindet, obwohl es nicht der Mörder ist, dann würde ich sterben vor Scham. Ja, geht mir auch so. Würde sich unbefriedigend anfühlen für mich. Es sei denn, ich habe ein Logikloch im Plot gefunden. Dann wäre ich natürlich stolz wie Oscar. Ja, das stimmt. Aber da hast du gewonnen, ne, irgendwie. Achso, dann hast du nicht das Abenteuer gewonnen, sondern du hast gegen die arme Spielleitung gewonnen. Es ist 17 Uhr, Marie. Können wir mit dem Satz, Carsten, du hast gewonnen, aufhören? Nein, es gibt bis 17.15 Uhr. Carsten, du hast gewonnen. Niemand hat blaue Augen. Können wir Werbung machen, damit wir mit dem Satz, Carsten hat gewonnen, aufhören können? Menno. Schöne Runde, kaum Waschbären. Okay, aber wenn wir noch eine Viertelstunde haben, dann kann ich ja diese Gegenfrage nochmal stellen, die ich... Stimmt, wir haben nur eine Viertelstunde, vollkommen korrekt. Total offen. Guck mal, wir haben Mayri verwirrt in ihrer eigenen Show. Ja, supi. Das ist der gratis Rollenspieltag. Das ist
Ja, 17.15 Uhr Fernschein. Alles gut. Okay. Also, Jonas meint übrigens im Chat, wir könnten noch ein paar Gedichte vorlesen oder eventuell vielleicht das Feature-Video zeigen. Dann könnten wir mit deinem Carsten hat gewonnen, irgendwie unauffällig uns rausschleichen. Ja, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir zu viel geredet seitdem. Kurz nochmal darauf hinweisen. Also, Carsten hat gewonnen. Gute Idee, Jonas, kommt aber zu spät. Da hätte dann Nico hätte ablenden müssen. Und überhaupt, Jonas, auf wessen Seite stehst du überhaupt? So, also Moritz, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde, um dir die Gegenfrage zu stellen. Ja, bitte. Hochleveln. Ja. 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 Ich verstehe Hochleveln nicht. Also insbesondere in deinem Kontext nicht. Gerade in meinem Kontext. Wozu ist denn das gut? Pass auf. Du warst ja in dem kleinen Dörfchen, wo dein Charakter groß geworden ist. Ja. Und nebenan ist ja der Wald des tödlichen Drachen. Ja. Den wir alle kennen. Genau. Und wo unsere großen Brüder alle reingegangen sind und überraschenderweise nicht wiederkamen. Ja, in den letzten drei Sitzungen, ja. Und jetzt denke ich mir, gut, dieser Drache wird es dann noch länger aushalten. Ich muss aber auch größer, nicht aufkommen. Größer, stärker, das ist das Problem. Das kann sein, dass die Welt das vorsieht, dass der rauskommt, man weiß es nicht. Ich muss größer, stärker, schneller werden und ein geileres Schwert finden, um mich in den Wald des tödlichen Drachen hineinzubegeben. Ja, das heißt, du setzt... Entschuldigung. So wie Moritz es formuliert hat, klingt das so, als wäre alles andere, was man dann macht, der Grind, um an den Punkt zu kommen, dass man das Bossmonster besiegt. Das Bossmonster, das direkt neben dem Spawnpoint die ganze Zeit auf einen wartet, wohlgemerkt. Könnt ihr mal mit ihrem Computerkram aufhören? Moritz, der Logikbruch ist doch, du hast doch eben gesagt, es kommt auf die Qualitäten des Spielers an. Den willst du herausfordern. Ja. Und für den ist doch der Grind eigentlich nur, hinterher muss ich nur noch würfeln, dann haue ich halt kurz den Drachen um. Die schlauen Sachen muss ich doch auf Level 1 machen, wo ich noch nicht mit Würfeln gewinnen kann. Ja, vielleicht hat der Spieler oder die Spielerin ja eine geniale Idee, wie man diesen Drachen so besiegen kann. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht gibt es ja Bücher im Dorf. Nein, aber das Level ist einfach die traditionelle Geschichte, wie der Charakter an Macht, Ansehen und überhaupt gewinnt, um tollere Dinge machen zu können. Ja, aber das Rätsel wird ja auch nicht mal leichter dadurch, ne? Also ich bin ja nur besser da drin, in Situationen, wo ich nicht nachgedacht habe, den Ork dann doch noch umzukloppen. Ja, vielleicht habe ich ja unterwegs noch Bücher zum Drachenzähmen leicht gemacht gefunden oder was auch immer. Aber das ist dann ja kein Leveln, sondern das ist dann ja tatsächlich einfach. Ja, das ist halt nicht Stufe. Also es ist kein Erfahrungsgewinn als Erfahrungsstufe, sondern es ist ein Erfahrungsgewinn als Wissen. Finde ich auch eine Art von Hochstufen. Das ist für mich dann auch ein geileres Schwert finden. Ist eine Art von Hochstufen. Oder dass die super Rüstung, in der der Drache dich wie in der Konservendose stundenlang rumprügeln kann, ohne dass was passiert, ist eine super Aufstufung. Ja, aber der Reiz erschließt sich mir jetzt noch nicht so richtig, außer dass ich in den Situationen... Du hast noch nie ein Schwert plus eins gefunden. Ich habe schon... Weil du immer von Feuerameisen getötet wurdest vorher. Ich habe von Level 1 bis Level 23 die 3,5 gespielt. Ich habe Level 1 Schwerter in 100er-Pack gefunden und verkauft, um mir mein Schwert plus 3 leisten zu können. Ich will einfach nur wissen... Nach dem, was du gesagt hast, adressierst du den Spieler eigentlich. Aber wenn der Charakter mächtiger wird, welche Funktionen hat das? Also ja, er kann klar, für mich als Spieler ist das natürlich immer irgendwie cool. Ja, das ist ja als Core-Game-Loop so erfolgreich, dass 90% aller Videospiele darauf basieren. Mach was, tu was, werd besser, mach das Gleiche nochmal mit nur plus 2 auf alles. Es ist ein super Konzept, das ganz hervorragend funktioniert, unstreitig. Aber ich verstehe nicht, wie es mit... warum machst du dann überhaupt... Von der Idee her will ich die Spielerin herausfordern und die haben ihren Charakter als Werkzeug. Und wenn die jetzt einfach ihr Werkzeug schärfen und verbessern, können sie halt ganz anders in die Spielwelt eingreifen. Und da sind wir jetzt wortwörtlich beim Grind, also beim Schleifen des Werkzeugs. Aber das hat doch jetzt nichts mit... 13 Wildschweine und 7 Ratten im Wald für den Köhler erschlagen zu tun, sondern du kannst ja in der Welt allerlei Dinge erleben zwischendurch. Meine Welt versucht ja interessant und repräsentativ zu sein und nicht, da ist eine Wiese, da sind Häschen drauf, für jeden Hasen kriegst du 2 EP, erschlage die nächsten 3 Jahre Hasen, um danach zum Drachen gehen zu können. Also es ist ja schon so, dass unterwegs Dinge passieren.
Es ist ja auch nicht das Ziel in meiner Welt, diesen Drachen zu töten. Der stellt ja vielleicht zurzeit gar keine Gefahr dar, weil der Wald heißt nur so. Vielleicht gibt es da ja gar keinen Drachen. Wer weiß denn das schon? Der ist einfach nur nebenan. Und also jetzt haben wir das Grundkonzept überhaupt der Fragestellung, glaube ich, zerredet bis zu dem Punkt, wo es nicht wieder erkennbar ist. Ja. Ich möchte kurz etwas aus dem Chat aufgreifen. Eben je nach dem System habe ich zum Beispiel sehr viel Spaß am Hochleveln. Das ist eben nicht nur heißt, dass man bessere Werte bekommt, sondern auch einfach mehr Werkzeuge in den Kasten, beziehungsweise dass der Charakter von halt eben so ein Schweizer Taschenmesser ist, das immer weiter wird. Mhm. Und gerade Systeme, die mir dann so Sachen anbieten, wie wirklich ganz, ganz neue Mechanismen quasi freizuschalten. Also simpel gesagt zum Beispiel Dungeons & Dragons 5. Edition, mein Druide kann jetzt auf einmal Gestalt wandeln. Ja, also das ist eine Aktion, die ich verstehe, aber das könnte man, also das muss man ja nicht als vertikales Besserwerden betrachten, sondern das kann man ja sozusagen auch horizontal machen. Du wirst ja nicht per se zum Beispiel kampfstärker, weil du dich verwandeln kannst. Klar kann man das mechanisch so machen, wenn ich mich in einen Bären verwandle, habe ich Klauen und bin stärker, aber das müsste man nicht machen. Ne? Also ich finde eben ehrlich gesagt die horizontale Charakterentwicklung spannender, also um das jetzt mal... Aber ist sie nicht willkürlicher als eine, wo es feste Regeln gibt, wie es passiert? Du kriegst es doch vorher gesagt. Feste Regeln kannst du dafür ja auch haben. Also wenn du an sowas wie PBTA denkst, wo du einfach mehr Moves bekommst, dann verbessern sich typischerweise deine Würfel ihren Wahrscheinlichkeiten nicht. Aber du hast auf einmal neue Optionen, mit denen du was machen kannst. Aber es ist doch das Gleiche im Prinzip. Nee, es ist eben nicht das Gleiche, weil die Wahrscheinlichkeit, dass etwas gelingt, unverändert bleibt. Du kannst es nur auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen angehen. Ja. Ja, du kriegst in dein Werkzeug. Aber ein neuer Zauberspruch ist doch jetzt auch nicht zwangsläufig, dass ich irgendwas jetzt besser kann. Das ist einfach was, was ich anders kann, was ich jetzt anders angehen kann. Mhm. Da sehe ich keinen Unterschied. Ja, ich will eigentlich sozusagen darauf hinaus, dass du ein neues Werkzeug in deinen Kasten legst und nicht den kleinen Hammer durch den großen austauscht. Ja, und wenn ich an so einen D&D-Krieger denke, der behält seinen Hammer, eventuell sogar im Wortsinn, aber der wird eben immer größer und stärker. Und dann darf er zweimal zuhauen. Ja, und vielleicht darf er sogar zweimal zuhauen nach einer Weile. Hm. Und das ist, finde ich, erstens ein bisschen langweilig und zweitens habe ich nie so richtig verstanden, was das jetzt eigentlich soll, weil dann ja typischerweise das Monster auch eigentlich proportional mitwächst. Jemand schrieb im Chat, du levelst hoch, damit ich keine Feuerameise mehr fressen kann, was mir natürlich in meiner Seele wehgetan hat. Ja, ja, richtig. Wäre ich doch nur ein Level-2-Charakter gewesen, statt ein Level-1-Charakter, dann hätte ich die Feuerameise vielleicht überlebt, die übrigens signifikant mehr Schaden gemacht hat, als mein Hit-Dice war. Aber war es wenigstens eine Riesenfeuerameise oder war es einfach nur eine... Nee, es war so eine... Nein, es war natürlich eine Riesenfeuerameise. Ja. Sag das doch dazu. Carsten, ich will dich nicht traurig machen, aber der Chat ist hier komplett auf meiner Seite und versteht das Problem auch nicht. Jonas schlägt vor, Schwert wird zu Schwert 1 und Variante B, Schwert wird ergänzt. Oh, jetzt hast du aber auch sehr selektiv den Chat gelesen. Nein! Oh ja. Also ich las auch sowas wie, jetzt hat Carsten Moritz aber massiv in die Ecke getrieben. Eine Lena Falkenhagen schrieb auch irgendwie Carsten 1, Moritz 0, aber ich glaube, die könnte da irgendwie... Die könnte parteiisch sein, ja. Also das... ja, die ist ein zu großer Fan. Geht mindestens 2 zu 0. Lena! Ja.